Willkommen zurück zu Mario Party 10. Hier seht ihr den Zwischenstand vom Pilzpark, dem ersten Part, im letzten Part, das war der erste Part. Haben wir uns schon ein wenig das Spiel angesehen und jetzt müssen wir hier richtig loslegen, damit hier ein gutes Ergebnis bei rauskommt. Joshua beginnt und das hier ist eigentlich der eigentliche Pilzpark erst, ne? Das andere war ja eher der Weg dahin. Oh, da war das Schloss, das habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt geht's erstmal hier rein, was auch immer das ist. Okay. Ach so. Hier kriegen wir Würfelchen geschenkt. Das freut mich aber. Ah. Und wieder Bowser. Das zweite Bowserfeld, das zweite Mal Bowser. Freue ich mich, krieg so einen tollen Auftritt hier. Gibt's im Schlusslicht 10 Ministerne. Okay, verkehrte Welt und Bowser-Evolution gibt's beides. Das ist krass. Und jetzt kriegt Yoshi. Nee, Toad kriegt 10. Und jetzt ist Toad erster. Na super. Nein, Bowser. Na schön, jetzt sind wir aber dran. Und ich nehme natürlich meinen. Ne, ich nehme normalen Würfel. Und Würfel eine 3. Das heißt wohl Minispielzeit wieder, ne? Jawoll! Ja, Minispiele gibt es ja natürlich auch nur auf solchen Feldern. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber jetzt spielen wir erstmal wieder ein Jeder gegen jeden Minispiel. Und ich sehe gerade, ich bin auch inzwischen wieder Erster. Und jetzt spielen wir die Klippenkrise. Oh ja, und da sieht man schon, was da passieren wird. Falle nicht von den Bums. Springe mit 2. Also, die Beschreibung wirklich sehr, sehr knapp gehalten. Das, ja, ist halt Geschmackssache. Wie man sich bewegt, steht da jetzt zwar nicht, aber ich denke mal mit dem Steuerkreuz. Ja. Oh! Oh, das ist aber unfair. Was soll ich jetzt tun? Also. Oh, das ist ganz schön schwer eigentlich. Nein! Was? Nein! Ich hab verloren gegen Toad. Och nein, und der ist jetzt natürlich einen Punkt vor mir, einen Ministern. Ja, dass ich Wii Family drehen muss, weiß ich jetzt inzwischen auch. Jetzt ist er auch noch dran. Wie aufs Bowserfeld, mein Freund. Reicht das? Ja, nein. Direkt das nächste Minispiel. Okay. Und wieder jeder gegen jeden. Na schön. Der hat einen mehr als ich, der olle Sack. Cheep, cheep, Geflatter. Sieht auch wieder interessant aus. Seitlich. Du bist du bist unverwundbar. Springe mit 2 und berühre die Cheep, cheeps. Gut. Auch das ist ganz, ganz einfach erklärt. Also die Beschreibungen waren wirklich früher echt krass. Viel, viel ausführlicher. Oh, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Ey. Ey, das ist nicht so einfach, wie es aussieht, Leute. Ich drücke hier einfach durchgehend 2 und bewege mich dabei ein wenig. Guck mal, hier sah mich ein bisschen ab hier. Oh, der Fette da. Jawoll. Und das ist der Sieg und der Toad. Der macht mir, wollte mir wieder Konkurrenz machen, aber das habe ich ihm ganz schnell wieder vertan. Aber er hat natürlich jetzt 3 Ministerne bekommen, aber jetzt bin ich wenigstens wieder vorne. Also das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier zwischen Toad und mir. Was macht DK? 4, 5, 6 Würfel. Boah, volle Ausbeute. Komm schon. Ja, okay, 3 ist in Ordnung. Und wieder Bowser. Ja, der kommt auch etwas öfter in dieser Party. Das wird ja auch noch viel, viel öfter. Da bin ich wieder. Oh Gott, bitte nicht kämpfen. Oh. Gibt jetzt jeder die Hälfte ab, ey. Ist ja krass.
Okay, ich glaube jedem Spieler die Hälfte seiner Ministerne. What? 65. 65? Boah, da habe ich ja ganz schön zugeschlagen, ich fieser Hund. Ich verteile sie gemessen an eurer Leistung in dem nächsten Minispiel. Okay. Auf das schon diese Ministerne. Und das wird wohl ein Kampf-Minispiel jetzt. Jawoll. Oh, Paintball-Schlacht. Oh, Paintball-Schlacht hört sich so gut an. Und der erste Platz bekommt Heiliger. Er bekommt 39 Ministerne. Also damit wäre der Sieg sicher. Ziele auf deine Rivalen und schieße mit 2. Ja, das ist auch einfach gesagt. So. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Okay, man sollte sich vielleicht erstmal zurückhalten. Das ist vielleicht besser. Oh Gott. Hilfe! Nein! So, du Drecksaffe. Das kriegst du aber zurück. Aber doppelt und dreifach. Oh, Toad ist raus? Yay! DK auch. Und Yoshi auch. Yes! Das ist der Sieg. So, wir drehen die Wii Family nun wieder gerade. Das uns, wird uns leider jedes Mal wieder erklärt. So, der Sieg für uns. Ja, das freut mich auch. Gut. Oh, ich glaube, das ist das. Ist das da Chance Time? War das da gerade Chance Time? Ich glaube schon, dass das Chance Time ist, weil da ist auch ein Glücksrad. Oh mein Gott, das wäre ja geil, wenn Chance Time wieder zurück wäre. Es ist nicht mehr weit. Ach so, nee, das ist tot. Es ist nicht mehr weit bis zum Ziel. Sehen wir uns mal an, wie viele Ministerne alle haben. Ja, das ist ganz eindeutig. Der Spieler auf dem letzten Platz erhält von mir einen langsamen Würfel. Ah, hallo Artgenosse. Ein langsamer Würfel für Toad. Der hat jetzt 2. Von jetzt an darf der Spieler auf dem letzten Platz entscheiden, welches Minispiel gespielt wird. Das ist ja wohl mehr als fair. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Seid ihr bei diesen letzten Feldern besonders auf der Hut. Oh, das sieht nach dem Schloss aus der ersten Welt von Mario Bros. U aus. Und da ist schon wieder so ein... Ah ne, das ist aber ein Pech gehabt, Feld. Oh, Yoshi kriegt einen Spezialwürfel, den 456 Würfel. Den hat er ja vorhin schon mal bekommen. Und das erste Brett neigt sich schon am Ende zu. Das ist halt auch blöd. Die sind echt kurz geworden. So. Oh. Ich sollte... Ja, 0-1 würfeln. Und ich würfe eine 1. Jawohl, das habe ich genauso gewollt. Und hoffe auf einen sehr, sehr schönen Würfel. Nee, okay. Jetzt habe ich zweimal einen 1-2-3 Würfel. Super. Beste. Beste. Toad ist dran. Ach du Scheiße. Ach so, der will ein Minispiel. Ich habe schon gedacht, der will jetzt... Ja, okay, doch eine 3 war eigentlich das Beste. Ich habe erst gedacht schon, ey. Och, nee. Schon wieder ein Kampf-Minispiel. Ja, okay, um 5. Um 5, das geht noch. Denn wir haben ja mehr als genug. Yoshi hat 29, okay. Und jetzt spielen wir die Punkte-Schleuder. Okay, das sieht auch wieder sehr, sehr cool aus. Also die Minispiele, muss ich bisher wirklich sagen, waren alle top. Drücke im richtigen Moment A, um loszulassen. Okay. Ah, es wird nochmal vorgeführt. Okay, man hat so einen leichten Drall. Okay, ich bin natürlich als erstes dran. Ja, das war doch schon mal super. 80 Punkte. Aber es gibt 2 Durchgänge, also muss man da aufpassen. Toad landet auf 60. Was Yoshi macht, ist jetzt wichtig. Ja, die K, der ist eigentlich so schwer. Das ganze Ding müsste eigentlich auseinanderbrechen. Und er bekommt nur 40. So, Yoshi. Ja, sauber. Gut gemacht, Kollege.
Oh, das sieht gut aus für uns. Team Mario wird wohl. Also Mario aus Team Mario wird wohl hier den Sieg davon tragen. Oh, 100! 180, super. Ach, zweite Runde, stimmt. Oh, ist das noch 40? Ja. Donkey Kong. Wieder mit 40, ja. Okay, die sind nicht auf... Sagen wir es mal so, ich habe die jetzt mal... Also wenn es die leichteste Schwierigkeitsstufe war, tut es mir leid. Dann werde ich das in dem nächsten Brett ändern, denn das geht etwas zu... Es ging etwas zu leicht. Also es geht hier etwas zu leicht. Na schön. Das ist wieder ein deutlicher Sieg für uns. Da gibt es leckere, tolle Mini-Sterne für. Und die beiden müssen würfeln. Und die Kay ist dritter. So, die Kay ist jetzt auch gleich dran. Und da gibt es 10 Mini-Sterne. Ich glaube, es hackt. Aber dafür verliert er jetzt erstmal. 10. Nee, 8 verliert er. Da-da-da-dam. Aber kriegt einen Würfel geschenkt. Und die Zelte da im Hintergrund sehen ja auch schön aus, wie Buhus. Da freut sich ein Affe. Da wird er ganz wild. Und er kriegt den 4-5-6 Würfel, würfelt eine 6 und kriegt 10 Mini-Sterne. Und er will wirklich nochmal rankommen. Guck mal, ob er das auch wirklich schafft. Das sehen wir, wenn das Licht angeht. Nee, Spaß. Oh, oh, oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein. Oh, das ist ganz und gar nicht gut, Leute. Jetzt kriegt ihr wieder 10. Oh, aber ich bin dran. Und hoffe natürlich auf etwas Höheres als eine 3 und auf keine 1. Ja. 10 Mini-Sterne auch für mich. Oh. Aber ein Bowser. Hallo. Revolution, bitte. Oh, das will ich nicht. Ein Geschenk für das Schlusslicht. Ja, super. Tja, also wie ihr seht, Bowser spielt schon in der Party eine sehr, sehr große Rolle. Und jede zweite Sekunde hört man ihn lachen. Der ist glücklich, wenn andere traurig sind. Und Toad würfelt eine 4 und damit sind wir beim Endboss. Dann sag an, Bowser Junior. Boah, jetzt bin ich gespannt. Wer könnte es sein? Naja, es kommen sehr, sehr viele in Frage und gespielt wird gegen... Oh, Mutant Ronja. Ja, okay, mit dem hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Mit Mutant Ronja hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Aber schön, dass die auch mal wieder dabei ist. Greif mit Bomben an. Alles klar. Gut. Wenn es nichts weiter ist. So, und da kommt sie auch schon angeflattert. Nee, die kommt gar nicht angeflattert. Oh, doch. Oh, sie wird wütend. Ja, okay, das Minispiel sollte ich gewinnen, denn da bin ich ja eigentlich relativ gut drin. Ah, und wenn sie den Mund aufmacht, dann sollte man besser nicht... Okay, wenn sie den Mund aufmacht, sollte man besser nichts tun, denn sonst spuckt sie an die Kugeln da wieder zurück in, in das Gesicht. Oh Gott. Jetzt geht's so richtig ab. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt verändert hat, aber... Ach man, jetzt hat's angetäuscht. Okay, jetzt gibt sie an die Punkte doppelt so krass zurück, also aufpassen. Oh, das ist der Siegtreffer für Yoshi, glaube ich. Ne, für DK. Und er wird noch... Ja, der landet auf dem dritten Platz. Toad zweiter und unser Rivale Yoshi. Den hat es völlig die Sprache verschlagen. Den hat den Anblick von Mutant Tyrannia hat den blind werden lassen. Das ist auch eine hässliche Gestalt. Aber jetzt
haben wir das erste Brett gewonnen, auch wenn die Comms wahrscheinlich sehr schwach eingestellt waren. Das wird sich dann beim nächsten Mal ändern. Und jetzt kommt die Siegerehrung. Wir sind am Ende angekommen. Es wird... Oh, scheiße. Das habe ich total vergessen. Bonussterne. 5 Stück. Alter, Finne. Lotstar. Meist zurückgelegte Felder. Okay. Der geht an Yoshi. Das ist nicht gut. Der Würfelstar, der geht natürlich ebenfalls an Yoshi. Ach ne, es werden nur 2 ausgelost. Alles klar, okay. So, das Endergebnis. Wer bekommt den goldenen Stern? Ciao, DK. Ciao, Toad. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jawohl! Wir haben gewonnen! Direkt das erste Brett. Und es hat tatsächlich 25 Minuten ungefähr gedauert und ich bin der Superstar. Wir sind die Superstars. Oh, das war echt knapp. Mini-Sternsammlung, der Superstar, Super-Superstar. 3 Herausforderungen abgeschlossen. Okay, die Herausforderung gucken wir uns auch gleich noch eben an. Wir gehen mal eben zur Grafik und gucken. Ja, ungefähr so sah das aus. Da kann man sehen. Da ist meine Linie. Also ich war eigentlich erst ab kurz nach dem ersten Bosskampf präsent. Ja, und dann haben wir es souverän geschafft. Und haben die erste Partie für uns entschieden. So, jetzt muss ich allerdings mal eben gucken. Ah ja, da ist die Spielstärke. Normal war etwas zu leicht. War etwas zu leicht. Ich stell mal auf schwer. Nur damit sich das Spiel das schon mal merken kann. Denn jetzt wollte ich gerne nochmal die Erfolge eben, die Herausforderungen sehen. Wo kann ich die sehen? Toads Zimmer? Ne, was waren jetzt Toads Zimmer? Das habe ich total vergessen wieder. Toad, bist du da? Hallo? Toad? Hallo? Willkommen in Toads Zimmer. Hier kannst du im Laden mit Mario Party Punkten coole Sachen kaufen und tolle Fotos machen. Super. Mario Party Herausforderung ist. Okay. Okay, gibt's ganz schön viele Herausforderungen. Hier haben wir die Credits, die Fotowerkstatt, Miiverse Einstellung, Musik. Da, halt, stopp, das wollte ich gar nicht. Ich wollte noch gar nicht raus. Moment, Moment. Toads Zimmer, aber nochmal. Und da neigt sich der zweite Part auch schon dem Ende entgegen. Nur noch einmal schnell. Ja, meine Güte, der braucht aber auch lange beim Laden, ey. Ich wollte erst einmal die Musik. Ah, nee, die hatte ich ja gerade. Den Laden. Versteck. Ah. Wie kann man sich die beiden versteckten Charakter. Dinger kaufen, dann machen wir das doch gleich mal. Was? Spike und... Okay, Toadette hätte ich jetzt erwartet, aber Spike? Vehikel. Musik. Und was heißt Foto? Mario-Modell, okay. Ja, schön, dann würde ich sagen, die nächsten Vehikel kaufen wir uns mal und wir kaufen uns als erstes das Wahl-U-Boot. So, mehr können wir uns noch nicht kaufen, dann gehen wir mal wieder zurück ins Hauptmenü. Ich würde sagen, bleibt dran, wenn es euch gefallen hat. Bewertet gut, kommentiert. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Mario Party 10. Bis dahin, ciao, ciao.